Schönen Tag, mein Name ist Horst Jünger 28 und ich zeige jetzt ein Gameplay Level 5-1. Ich werde jetzt mein 50. U8 Monster niedermachen und das natürlich mit schwerem Geschütz, denn wir spielen auf Profi. So, kurze Einleitung zu Profi. Das Problem ist, jeder Kratzer tötet und der Partner halt nicht, meist nicht schnell genug. Deswegen arbeite ich auch lieber hier mit einem CPU-Partner. Das Problem ist, CPU-Partner hängt manchmal ein bisschen nach, was Zeit kostet. Ja. Und jetzt, wir haben jetzt dann Licker erstmal auf dem Weg zum U8-Monster. Vielleicht haben wir das Glück und ein Licker springt uns an. Der CPU-Partner schlägt rein oder schießt rein wie ein Irrer. Wenn ein Licker auf Profi auf einem sitzt, ist man einfach platt. Es kann einem der Partner nicht mehr helfen. Das nächste ist, auf Profi findet man kaum Munition, dafür aber jedes Geld, was man findet, zählt doppelt. Okay, gut. Dann wollen wir jetzt auch unser Gameplay beginnen. Ich lasse mir jeden Scheiß hier überall flacken. Die Diamanten vor mir und hinter mir an den Wänden. Ein kurzer Hinweis noch für die, die es vielleicht nicht wissen. Hier unter der Brücke ist ein USAA-Emblem. Gut, dann auf in die Schlacht. Das Ziel ist, U8 platt zu machen. Höchstwahrscheinlich werde ich mich mit dem Werfer bei U8 selbst verletzen. In dem Fall hilft der Computerpartner rechtzeitig. Hier oben ist ein Licker. Jedes Mal der Versuch abzuschießen, es klappt einfach nicht, egal mit welcher Waffe. This is the facility from the picture. No doubt about it. Thanks. Mein Seelenheil. Geh ich Chris mal Kräuter mit. Hab's jetzt für lauter Reden verpasst, einen Highspray mitzunehmen, aber was soll's. So. Wissenswertes. Und zwar die Viecher, was jetzt dann kommen, diese Versuchstiere, die zählen als Gegner. Auch wenn sie wehrlos in Käfigen sind, abknallen. Das ist wichtig für euren S-Rang auf Profi. Oder sagen wir im Allgemeinen. What the hell was that? Hoppala. So, links wird gelaufen. Und hier sind sie schon, diese Versuchstiere. Vorsicht, dass man keine Stange trifft. Weil wenn man eine Stange trifft, prallt die Kugel ab. Ein Fehlschuss stört die Präzision ungemein. Bei den Viechern ist egal, ob Headshot oder nicht, jedes Viech zählt auf 80% Hauptsache getroffen. So, und jetzt kommt auch unser erster Licker. So, hier kommt gleich der zweite. Okay. Das waren unsere ersten zwei Licker. Und dann marschieren wir auch schon weiter. Ich hoffe schon fast, dass ich angegriffen werde jetzt dann und platt gemacht werde, um euch zu zeigen, Chris versucht wie im Verzweifeln bei mir zu helfen und es ist keine Hilfe möglich. Das eine Mal sterben, das genehmige ich mir auch dann, wenn es soweit ist, weil, wie gesagt, Demonstrationszwecke und, Moment einmal. 6.000 statt 3.000, habt ihr gesehen? Demonstrationszwecke, weil eben, wie gesagt, es kann eigentlich geholfen werden auf Profi, wenn ein Licker einen angreift. Das eine Sterben an sich, das stört mich dann noch nicht, weil der S-Rang ist durch den schnellen Speed, den wir hier vorfahren, nicht gefährdet. So, und hinter dieser Tür, da sind sie. Roger! Ich hab's gerade wie gesehen, der Computerpart ziert sich manchmal. So, weg. Chris kurz mit dem Werfer anpeilen, dass er zur Seite geht. Hat nicht ganz geklappt. Hört ihr das Raunen, wie es beginnt bei den Lickern? So, kurz nach rechts links ausweichen.
hier hinten erscheinen jetzt noch zwei Leger. Zweites gerade schwer zu sehen. Gut, ich wurde jetzt nicht angegriffen, was aber meist der Fall ist, wenn ich das Level auf Profi spiele. Na ja, gut, okay, ich habe auch, wie ich schon angedeutet habe, mit dem Werfer schnell ausgeräuchert. Wie ich schon sagte, wir fahren hier mit schwerem Geschütz. Und so wird auch das U8-Monster sterben. Das Problem ist halt dabei, dass ich mich im Regelfall selbst abschießen muss beim U8-Monster. Um wirklich schnell genug mit dem Raketenwerfer es zu verletzen. Auf leichteren Stufen kann man es sofort töten. Wir können hier nicht verletzen. So. Jetzt kommt noch mal eine Welle von Lickern. Normal langt hier ein Schuss auf leichteren Graden. Wir werden zwei, drei Schüsse brauchen, um alles zu eliminieren. Das war der erste Schuss. Das war der zweite Schuss. Hm, scheinbar haben diesmal zwei sogar gelangt. Es ist launisch auf Profi, aber was soll's. Also das Herz nehmen wir mit. Gut. Und jetzt direkten Kurs auf U8. Wie ich schon sagte, es wird mein 50. U8-Monster. Bin gerade dabei, zum 50. Mal durchzuspielen und naja. Ihr seht es selbst an den Endboss-Kämpfen, aber da dieses Level echt ekelhaft ist, nehme ich es komplett mit und weiß halt auch nicht zu lange ist. So, ein Quick-Time. Der variieren kann. Die Tasten habe ich nicht erwartet. Und das war's, mein 50. U8-Monster. Habt ihr gesehen, ich bin noch einen Schritt zurückgegangen. Wäre ich den Schritt nicht zurück, hätte ich mich jetzt mit dem Werfer selbst verletzt. So, und das ist unser allglatter S-Rang auf Profi. Zeit 5:49, soweit auch gut. Ich bedanke mich fürs Zusehen und macht es nach, um euch auch einen schönen Account zu erstellen. Das war's von mir, Thorsinger28. Besten Dank fürs Zusehen.